In der Nähe von Raton Canyon in Blaine County, ungefähr da bei den Altruisten, ist bei einem Cliff auf einem Berg ein Tornado, das ist ein Auto, und da drin sitzen zwei Frauen zwischen 19 und 20 Uhr. Das Auto ist in Richtung des Cliffes gerichtet und hinter denen sind Polizisten mit drei Einsatzfahrzeugen. Ein Police Officer geht zu denen und die Frauen geben Gas und stürzen sich in den Tod. Warum tun die das? Wollten sie Selbstmord begehen und die Polizisten waren da, um den Verstand einzureden? Diesmal wurde dieser Mythos gelöst. Es handelt sich hierbei um eine Anspielung auf den Film Thelma & Lewis, denn dort stürzen sich zwei Frauen auch in den Tod in einem Fahrzeug. Also grob gesagt handelt es sich hierbei um ein Easter Egg. Den Videoclip zeige ich am Ende des folgenden Gameplays. So, und damit herzlich willkommen zum Gameplay von dem Mythos-Easter Egg. Dieses selbstmörderische Fahrzeug, welches in den Tod stürzt. Bei den Klippen hier ungefähr, da wo ich es jetzt auf der Karte markiert habe, ich kann es ja nochmal zeigen, wo das ist. Das ist ungefähr hier, beim Altruistenkult ungefähr. Und ja, da fliegen wir jetzt mal gerade hin, um zu gucken, ob das wirklich der Fall ist. Also, da kenne ich gerade was. Ah, da ist es. Da sind die Fahrzeuge, also der Unterhubschrauber, den ich schon davor erwähnt hatte. Und da ist auch das Fahrzeug. Vielleicht sollte ein Polizeiofficer sich dem Wagen nähern. Genau, da geht er. Und der Wagen fährt rückwärts. Nein, der fährt jetzt los. Und stürzt sich in den Tod. Wir überprüfen mal das mal jetzt mal kurz, was jetzt gerade vor sich hier passiert ist. Vorsichtig. So. Laut der Beschreibung im Internet und nach Abonnenten zu urteilen, sollen es zwei Frauen gewesen sein. Und hier ist schon mal die erste Leiche. Tatsächlich ist es eine Frau. Und die andere... Die andere sitzt da wahrscheinlich noch tot, oder? Also ich erkenne da gerade nichts. Na, ob die andere Leiche liegt irgendwo. Die andere Leiche ist irgendwo anders jetzt gerade und... Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon vom Easter Egg Mythos, aber... damals war es ja noch ein Mythos gewesen, das mit diesem Auto hier, dass es über die Klippen hier einfach runterfällt, also runterstürzt in den Tod. Aber eigentlich ist es ein Easter Egg, denn es soll eine Anspielung auf einen ganz bestimmten Film sein, namens Thelma und Selma oder sowas in der Art. Ah ne, Thelma und Lewis. Dieser Film ist eigentlich ziemlich alt. Aber das soll eine Anspielung auf diesen Film sein, denn das Ende von dem Film ist genau das gleiche wie jetzt hier gerade. Okay. Soll halt so eine Art sein, aber nicht so ganz. Nicht so ganz. Und hier sind die Polizisten, die hier immer noch blöd rumstehen und immer noch irgendwie vergeistert in die Ecke gucken. Sagt mal, habt ihr einen Geist gesehen oder wieso guckt ihr die ganze Zeit gerade aus? Hallo? Hallo? My God! Ja. Ich würde mal sagen, ihr... Was macht ihr denn da? Ihr lasst mal die Fahrzeuge dort rumstehen und verpisst euch einfach. Sehr schlau. Und der hier steht immer noch blöd rum. Oh, that's just not cool. Aha. Okay, das sind ganz schön schräge Cops, Wachdienst, was auch immer. Ja, eigentlich kann man nichts mehr dazu sagen, denn damals war... Okay, dieser Mythos hat jetzt nichts mit dem Mount Chiliad Mystery Mythos zu tun, sondern es ist einfach nur eine Anspielung auf diesen Film. Mehr dazu kann man eigentlich nicht mehr sagen.
damals... Ups, mein Telefon, sorry. Ja, soll halt eine Anspielung auf den Film sein. Es war damals Mythos gewesen, weil noch keiner wusste, was das sein soll, was, wieso sich die in den Tod stürzen. Und ja, damit würde ich dann mal sagen, kommen wir dann auch... Ja, okay, ich entschuldige mich jetzt, dass es so ein kurzes Mythen-Video war, aber... So ein kurzes Mythen-Easter-Egg-Video, aber... Ja, ich bin immer noch dabei, das Spiel auf 100% durchzuspielen, also 100% komplett durchzuspielen. Ich habe jetzt momentan 84,1%, ich bin mir gerade nicht sicher, kann ich auch nur nachgucken. Ja, 84,1%, ich muss noch 13,9%, ne warte, 15,9% muss ich noch machen. Dann habe ich 100%, dann muss ich noch die ganzen UFOs zeigen, die noch auftauchen werden und so weiter und so fort. Und dann ist auch der Mount Chiliad Mystery Mythos gefressen. Und ja, dann haben wir auch den Mythos gelöst. Haben die Nachricht von Rockstar Games dann erhalten in unserem Kopf. Also nicht wirklich erhalten, sondern eher rausgefunden. Aber das werden wir dann später in dem nächsten Mythenvideo rausfinden. Denn im nächsten Mythenvideo werde ich versuchen, das Spiel auf 100% zu schaffen, also komplett 100% durchzuspielen. Und ja, dann können wir auch den Rätsel lösen. Und damit wird auch wahrscheinlich auch das GTA 5 Mythen und Legenden Serie dann beendet. Bin mir gerade nicht sicher, vielleicht gibt es noch ein paar Mythen, die noch aufgedeckt werden sollen. Aufgedeckt sind oder noch welche hier in dieser Gegend noch sind. Aber das weiß ich nicht. Und ja, kommen wir damit auch zum Schluss. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go! You sure? Yeah.